Ich bin Haruki Nakamura. Ich habe gerade meinen Angestelltenjob aufgegeben, um ein Unternehmen im Bereich Webdesign zu gründen. Im Moment habe ich einen zuverlässigen Assistenten, der mir zur Seite steht. Haben sich die Dinge ein wenig beruhigt? Hier, ich habe Kaffee gemacht. Wie wäre es, wenn du eine Pause machst? Danke, Sakakibara. Das ist Emi Sakakibara. Sie ist jetzt in der Oberstufe. Sie ist diejenige, die mir bei der Arbeit in unserer Firma hilft. Sie ist ein sehr freundliches und engagiertes Mädchen, aber... Wir sind hier nur zu zweit, zumindest nennst du mich Emi. Ja, danke, Emi. Haruiki. Ja? Ich wollte nur deinen Namen sagen. Sie ist so süß. Nein, was ich meinte war, dass ich ohne sie jetzt nicht so wäre. Übrigens, so sah mein Alltag vor einem Jahr aus. 2 Tage die ganze Nacht durchgemacht. Ich bin mit meiner Weisheit am Ende. Mist, ich werde ohnmächtig. Nachdem ich die Berufsschule abgeschlossen hatte, trat ich bald in diese Firma ein. Donton Inc. Dort wurde ich dem Webdesign-Team der Entwicklungsabteilung zugeteilt. Die Firma ist bekannt dafür, dass sie giftig ist, und ich wurde bald ein richtiger Zombie, nachdem ich meine Tage geschuftet hatte. Nun, was haben wir denn hier? Soll ich dich verpfeifen und es der Personalabteilung sagen? Direktor Akutsu? Mein Chef hat mich dabei erwischt, wie ich kurz eingenickt bin. Laut dem Direktor wirkt seine so schlechte Arbeitseinstellung auf die Beurteilung des Gehalts aus. Entschuldigen Sie, Herr Direktor, ich habe mich in den letzten 2 Tagen nicht ausreichend ausgeruht und fühle mich nicht gut. Das ist der Grund dafür. Es tut mir wirklich leid, aber... Ja, du wolltest also früher Feierabend machen. Wäre es möglich, heute früher Feierabend zu machen? Nakamura, mein Junge, kennst du dich mit der Evolutionstheorie aus? Ja. Die einzigen, die für unsere Gesellschaft geeignet sind, sind die, die überleben. Sie brauchen diese Nutzlosen nicht. Und genau darum geht es. Aha. Das Überlegen des Stärkeren, darum geht es bei der Arbeit. Da ist er wieder. Er erinnert sich unnötigerweise an seine Zeiten als Sportler. Weißt du, Junge, als ich noch jung war, habe ich 1 Monat lang nicht geschlafen. Alter, das kann doch nicht wahr sein. Wenn du dich also bei der Arbeit schläfrig fühlst, wird das nicht funktionieren. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen, denn du kannst ab morgen nicht mehr zur Arbeit kommen. Was? Ich schicke dir alle nötigen Unterlagen per Post. Wenn du mich erwischt, kannst du früher gehen. Geh schon. Verstanden. Ich werde also gefeuert, ha? Ich fühlte mich in diesem Moment einsam, aber ein Teil von mir ist erleichtert, das zu hören. Puh, aber was soll ich ab morgen machen? Du bist da! Ja? Weißt du, ich suche gerade das Webdesign-Team der Entwicklungsabteilung. Hä? Geh einfach geradeaus am Ende des Ganges. Gut, vielen Dank. Wow, sie ist wirklich wunderschön. Ja, sie kommt mir bekannt vor. Ich muss sie irgendwo gesehen haben. Ach so. Guten Morgen, Akutsu. Meine Güte, warum ist das nicht Ito? Und in welcher Angelegenheit bist du hier? Oh, ich wollte um ein neues Design für die Homepage unserer Tochtergesellschaft bitten. Nun, das Vergnügen ist ganz meinerseits. Ich bin für Beratungen offen, wie immer. Ich werde dich unterhalten. Ich glaube, du bist für diese Homepage zuständig, nicht wahr, Akutsu? Das stimmt, ich glaube ja. Ich möchte mit dem Webdesigner sprechen, der sie erstellt hat, und deshalb... Webdesigner? Verdammt, Nakamura ist derjenige, der diese Homepage entworfen hat. Bitte, lass mich dir das erklären. Oh, wirklich? Wow, danke. Zuerst haben wir hier die Anzahl der Impressionen und die Anzahl der Klicks. Lixio. Die Konversationsrate. Ich würde gerne wissen, wie das alles miteinander zusammenhängt. Oh, richtig. Lass mich sehen. Schau, ich hab's schon verstanden. Es hat keinen Sinn, mit dir zu reden, denn du hast gerade meine Zeit verschwendet. Like, ich muss leider sagen, dass du keine Ahnung zu haben scheinst, wovon du redest. Wir sind hier fertig. Meine Entschuldigung. Ich werde einen weiteren Besuch verschieben. Wenn ich das nächste Mal komme, möchte ich mit jemandem sprechen, der genau weiß, wovon er spricht.
Oh verdammt, warum schleim ich mich bei einer Primadonna so ein? Zur gleichen Zeit war ich auf dem Bahnsteig des Bahnhofs, um... Arbeitssuche, dann arbeiten, arbeiten. Ah, Mann, ich habe einfach keine Lust mehr, irgendwas zu tun. Ich stand da und dachte über solche Dinge nach, während ich auf meinen Zug wartete, als... Entschuldige bitte. Stimmt etwas nicht? Plötzlich sprach mich dieses Mädchen an. Eine Schülerin, an deren Treffen ich mich nicht erinnern konnte. Habe ich vielleicht etwas falsch gemacht? Bitte schließ deine Augen. Hä? Was soll die plötzliche Aufforderung? Wie auch immer, tu einfach, was ich sage. Und so schloss ich meine Augen, genau wie sie sagte, und stand still. Was zum? Dann landete ich hart auf meinen Hintern. Ich spürte ein Stechen in den Wangen. Das war der Moment, in dem ich merkte, dass ich gerade eine Ohrfeige bekommen hatte. Sogar die Leute um uns herum, die auf die Züge warteten, fingen an zu zettern. Würden Sie mir bitte zum Büro des Zugbegleiters folgen? Ich meine, schau mal. Wirklich? Der hat ja Nerven, das direkt an den Gleisen zu machen. Das ist ja ekelhaft. Es brauchte nur diesen einfachen Satz von ihr, der überzeugend genug war, damit ich von allen völlig missverstanden wurde. Ich fühle mich schlecht, ich werde geohrfeigt und stecke obendrein noch in dieser peinlichen Atmosphäre fest. Ich hätte schreien sollen oder sowas, anstatt ins Leere zu starren und gar nichts zu tun. Aber all das versetzte mich in einen Zustand völliger Unruhe. Hat sie vor, mich fälschlicherweise zu beschuldigen, nur um mir Geld abzubringen? Nein, warte mal, direkt an den Bahngleisen sollten Überwachungskameras sein. Ich ging widerwillig zum Büro des Zugbegleiters, nur um meine Unschuld zu beweisen. Wo? Herr Wachtmeister, bitte prügeln Sie dem Kerl etwas Vernunft ein. Hä? Was ist denn los? Er starrte ausdruckslos vor sich hin und war irgendwie unruhig vor den Gleisen. Ich meine, ich konnte nicht einfach... Du kannst dein Leben nicht einfach so beenden, weißt du, Kleiner? Du bist noch jung. Es gibt viele Möglichkeiten, dein Leben zu ändern. Sie haben meine Handlungen irgendwie für etwas ganz anderes gehalten. Es ist nicht zu leugnen, dass ich während meiner Zeit in der Firma ein großes Unglück erleben habe. Aber wirklich, ich würde nicht so weit gehen, so etwas zu begehen. Und so habe ich einfach erklärt, was bis vorhin passiert ist, Stück für Stück, wo ich endlich alle Missverständnisse mit diesen Jungs ausräumen konnte. Ich verstehe, du hast einen echt harten Tag, was? Aber hey, es ist nicht ein richtiger Schritt, bei der Firma zu kündigen, die du erwähnt hast? Ja, also ich fühle mich im Moment wirklich schlecht. Bis jetzt konnte ich diese Gefühle noch nicht an jemandem auslassen, aber wenn ich das tue und darüber spreche, geht es mir ein bisschen besser. Was das Highschool-Mädchen angeht, mit dem ich vorhin im Büro des Bahnhofsvorstehers gesprochen habe... Es tut mir wirklich sehr leid. Das war ein totaler Fehler von mir. Wie peinlich. Ja, mach dir keine Sorgen über mich. Tut mir leid, dass ich dir Sorgen gemacht habe. Übrigens, warum hast du mich plötzlich geohrfeigt? Um dich anzufeuern, dir diesen brennenden Kampfgeist einzuhauchen. Bist du Antonio Inoki oder so? Das ist wohl ihre Art, sich um jemanden zu sorgen. So konnte ich am nächsten Morgen einigermaßen sicher nach Hause kommen, hatte aber keine Erinnerung mehr an das, was passiert war. Ich wachte in meinem Bett auf. Wow, wann habe ich das letzte Mal wie ein Stein geschlafen? Warte, heute ist ein Arbeitstag! Oh, richtig, ich wurde gestern gefeuert. Alles, was passiert ist, war wirklich wie ein Traum. Warte mal, dieses Highschool-Mädchen. Guten Morgen! Ja, guten Morgen. Der Anblick ihres Gesichts begrüßte mich plötzlich, nachdem ich aufgewacht war. Ihr Anblick hat mich ganz schön durchgeschüttelt und als ich mich aufrichten wollte, stieß ich mit dem Kopf gegen ihre Stirn. Aua, das tut weh. Was ist denn auf einmal in dich gefahren? Autsch. Ich sollte derjenige sein, der das sagt. Und was machst du in meinem Zimmer? Außerdem, was willst du hier überhaupt erreichen? Ich habe nur nachgesehen, ob die Stelle, an der ich dich geschlagen habe, geschwollen ist oder nicht. Und warum bist du in meinem Zimmer? Du weißt nicht mehr, was passiert ist? Mein Gedächtnis ist ein bisschen verschwommen, nachdem ich vom Bahnhof zurückkam. Nach ihrer Geschichte ist Folgendes passiert. Zunächst einmal ist sie Emi Sakagibara. Es scheint, dass mein Körper nicht mehr mithalten konnte, als ich das Büro des Bahnhofsvorstehers verließ.
Anscheinend hat sie sich wirklich Sorgen um mich gemacht und beschloss, mir eine Schulter zu leihen, bis ich sicher nach Hause komme. Sie sagt, dass ich zusammengebrochen bin, als wir zu Hause ankamen. Emmy hat es irgendwie geschafft, mich auf mein Bett zu tragen, aber... Bitte bleib an meiner Seite. Hä? Wahrscheinlich hat alles, was passiert ist, einen psychischen Tribut von mir gefordert. Vielleicht war das der Grund, warum ich solche Dinge zu ihr sagte. Emmy war zuerst etwas verwirrt, aber netterweise beschloss sie, mich bis zum nächsten Morgen zu begleiten. Das ist also passiert. Du hast mir wirklich sehr geholfen. Danke, wirklich. Du hast sogar dieses Frühstück für mich zubereitet. Nee, das war nichts Besonderes. Danke, außerdem ist das Frühstück wirklich gut. Freut mich, dass es dir gefallen hat. Übrigens, wissen deine Eltern Bescheid? Ich meine, ich habe ihnen inzwischen gesagt, dass ich bei meinem Freund übernachte. Ah, das gerade jetzt. Lacht sie wegen irgendetwas? Also keine Sorge. Richtig, das ist gut. Oh, übrigens, dein Telefon klingelt seit vorhin ununterbrochen. Mein Telefon? Ein Anruf von der Arbeit? Mein Telefon war mit einer langen Liste verpasster Anrufe vollgestopft. Du da, Nakamura, du solltest besser sofort rangehen. Verdammt, warum hat das so lange gedauert? Hör zu, du musst ja noch einiges vorbereiten. Vorbereiten? Ja, natürlich. Du musst alles vorbereiten, wenn du aufhörst, oder? Ich lege jetzt auf. Unser Gespräch war fast einseitig, aber ich habe mich trotzdem entschieden, heute zur Arbeit zu gehen. Du brauchst doch nicht ständig in so einem Unternehmen aufzutauchen, um zu arbeiten. Nee, ich muss wirklich etwas vorbereiten, bevor ich gehe, denn sie könnten ein paar Mems in die Zange nehmen. Ich sag's dir, die werden deine Freundlichkeit nur ausnutzen. Das höre ich oft. Wishy, washy sein. Trotzdem war ich mir nicht sicher, warum Emmy-chan mich so sehr mochte. An diesem Abend, nachdem ich alle Vorbereitungen für die Übergabe meiner Arbeit an den Direktor abgeschlossen hatte, machte ich mich endlich auf den Weg zum Firmengebäude, wo... Oh, Nakamura! Hä? Hast du hier die ganze Zeit auf mich gewartet, Emmy-chan? Und ist alles gut gelaufen? Ja, es lief gut. Ich fühle mich großartig. Endlich kann ich ein bisschen Freiheit schmecken. Puh, schön das zu hören. Also, Emmy-chan, ich frage mich, warum du dich so sehr um mich kümmerst. Was das angeht, ich bin mir ziemlich sicher, dass du heute auch bei der Arbeit dein Bestes geben wirst, Papa. Aha, na dann, ich bin da mal weg. Mein Vater hat in diesem giftigen Arbeitsplatz wirklich hart gearbeitet. Es war hart, ihn so krank und müde zu sehen. Also habe ich mir vorgenommen, jedes Mal ein fröhliches Gesicht zu machen, wenn er zur Arbeit ging. Irgendwann hat ihn das alles sehr mitgenommen, sowohl geistig als auch körperlich. Dein Vater ist ein Taugenichts. Tut mir leid, Emmy. Papa, tut mir leid. Dad hat bei der Arbeit wirklich sein Bestes gegeben, weil ich ihm gesagt habe, dass er sicher jeden Tag sein Bestes geben wird. Und deshalb habe ich ihn irgendwie zu sehr dazu gedrängt. Als ich gestern auf den Bahnsteig deinen Gesichtsausdruck sah, erinnerte er mich an die Zeiten, in denen es für meinen Vater am schlimmsten war. Du würdest wie Papa enden, wenn ich dich an diesem Tag einfach sein lassen würde. Und so habe ich dir einfach eine Ohrfeige verpasst, ohne gründlich darüber nachzudenken. Der Grund für diesen brennenden Kampfgeist, ha? Es tut mir wirklich leid wegen gestern. Nein, mach dir nichts draus. Außerdem kenne ich jetzt den Grund für all das. Du hast sogar meine Lebensgeister geweckt, was wahrscheinlich der Grund dafür ist, dass ich jetzt noch lebe und fit bin. Lebendig und munter, ha? Das heißt also, dass du jetzt in der Lage bist, alles zu tun? Ha? Wer bist du? Ha? Bist du nicht diejenige von gestern? Der Name ist Meg Ito. Ich glaube, du bist Haruki Nakamura. Ich meine ja, aber... Ich komme direkt zur Sache. Bist du der Aufgabe gewachsen, dein eigenes Unternehmen zu gründen? Du meinst also ein Startup-Unternehmen? Ganz genau. Willst du versuchen, dein eigener Manager zu sein? Redest du von mir? Aber ich bin wirklich nur... Wenn du darüber nachdenkst, Kapitalprobleme zu haben, kannst du ganz beruhigt sein. Ich werde alle deine Aufgaben finanzieren. Wirklich? Warum solltest du das nur für mich tun?
Ich habe mit eigenen Augen gesehen, wie du Homepages gestaltet hast. Deine Arbeit war wirklich großartig. Ich muss nicht erwähnen, dass du meine Aufmerksamkeit erregt hast. Entschuldige, wenn ich mich einmische, aber wer warst du nochmal? Ah, jetzt erinnere ich mich. Das ist Meg Ito, eine Geschäftsfrau, die dafür bekannt ist, dass sie ein echter Knaller ist und sogar regelmäßig im Fernsehen auftritt. Du schmeichelst mir, danke. Du hast eine ganze Reihe von Unternehmen, stimmt's? Ja, 20, mehr oder weniger. Hier ist mein Angebot. Angenommen, ich brauche ein Homepage-Design für alle 20 Filialen, die ich besitze. Da kommst du ins Spiel, denn ich werde dir diese Arbeit anvertrauen. Was sagst du dazu? Wow, das ist wirklich nett von dir. Was wirst du tun, Nakamura? Sie redet von mir. Ich meine, ich habe wirklich nichts mehr zu verlieren. Ich schätze, der einzige Weg, den ich habe, ist weiterzumachen. Ich will diese Herausforderung annehmen. Danach tauschte ich mit Ito Nummern aus und begann bald mit den Vorbereitungen für das besagte Startup-Unternehmen. Seitdem sind 2 Wochen vergangen, nachdem ich das Geld von Ito erhalten und dieses webdesign-orientierte Startup-Unternehmen gegründet habe. Ito beauftragte mich mit der Neugestaltung der Homepages für alle 20 Tochterunternehmen, die sie besitzt. Und die Arbeit geht reibungslos voran. Es ist ein tolles Gefühl, eine Arbeit zu machen, die einem anvertraut wurde, anstatt herumkommandiert zu werden, wenn ich das mal so sagen darf. Hier ist dein Kaffee. Danke. Ich weiß, du bist ganz schön aufgeregt, aber wie wäre es, wenn du dich ein bisschen ausruhen würdest? Ah ja, danke für das Anliegen. Oder? Es ist besser, wenn du das tust. Ich werde schnell zur Post gehen und in der Zwischenzeit eine kleine Verschnaufspause einlegen, okay? Ja, alles klar. Wir sehen uns dann später. Emi-chan arbeitet derzeit als meine Assistentin. Sie scheint sich in der Zwischenzeit nach einem Teilzeitjob umzusehen, da ihr Vater nicht wirklich in Topform ist, um zu arbeiten. Ehrlich gesagt ist das Mädchen einfach nur aufmerksam. Ich könnte ihr die Zeit stehlen, weil sie sich nur um mich sorgt. Außerdem sind Emi mit der Schule immer noch die Hände gebunden. Und so habe ich beschlossen, eine Stellenanzeige ins Netz zu stellen. Mal sehen, 2 Gehaltszuschläge pro Jahr, keine Arbeit am Wochenende, keine Überstunden. Richtig. Fürs Erste habe ich mich bemüht, etwas ganz anderes anzubieten als das, was ich in Dornton hatte. Mann, ich hätte mir nie vorstellen können, dass ich eines Tages solche Erfahrungen machen würde, die ich durch die harte Arbeit an einem, naja, toxischem Arbeitsplatz gesammelt habe. Wir haben tonneweise Bewerbungen von allen bekommen. Wow, sieh dir das alles an! Ja, die alle zu sichten wäre ziemlich schwer. Nun, das ist nicht zu ändern, denn du hast ihnen günstige Bedingungen gestellt. Hä? Was sind das für... Stimmt etwas nicht? Einige der Bewerbungen waren von Leuten, die ich damals aus Dornton kannte. Sie hatten wahrscheinlich genug davon, in einem giftigen Umfeld zu arbeiten. Ich habe darauf geachtet, dass ich mit allen von ihnen ein Vorstellungsgespräch führe. Ihr könnt euch alle entspannen. Das ist eher eine Formalität als ein steifes Gruppengespräch. Oh, und stimmt es, dass ihr alle auf einmal gekündigt habt? Ja, die Firma wurde immer schlechter, nachdem du gegangen warst, Haruki. Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir keine andere Wahl hatten, als auszusteigen. Leute. Gut, ich habe mich entschieden. Ihr alle seid hier jetzt eingestellt. Wow, wirklich? Danke, du hast keine Ahnung, was das für uns bedeutet, Haruki. Und wenn wir schon dabei sind, könntet ihr mir einen Gefallen tun und nach den anderen sehen, die sich noch nicht für einen Job entschieden haben? Unser Chef war einfach der Schlimmste, aber trotzdem waren wir alle in Dornton so etwas wie enge Freunde. Deshalb habe ich dieses Mal allen geholfen. Außerdem ist jeder von ihnen wirklich gut in dem, was er tut. Ich bin zuversichtlich, dass wir es schaffen, wenn wir sie in unserem Team holen. Am Ende habe ich 7 Leute auf Vollzeitbasis eingestellt. Mit dieser Entscheidung hatte ich Erfolg. Unser Team schafft es, alle 20 von Ito angeforderten Homepage-Designs zu erstellen. Außerdem bekamen wir immer mehr Aufträge von Ito, die das Unternehmen betrafen. Unser Terminkalender war voll. Wir erhielten auch eine Reihe von Aufträgen zur Aktualisierung bereits bestehender Homepages. Unser Unternehmen war sogar so erfolgreich, dass wir es uns leisten konnten, Zwischenprämien an alle auszuzahlen. Gut gemacht, Nakamura. Ich habe gehört, dass alle froh sind, einen angenehmen Arbeitsplatz mit einem hohen Einkommen zu haben. Ganz ehrlich, das ist dein Verdienst, Sakakibara. Stört dich etwas, Sakakibara? Ich meine, so wie du mich nennst.
Aber warst du nicht derjenige, der das vorgeschlagen hat, jetzt wo alle um uns herum sind? Ja, like, das habe ich gesagt, aber es wäre schön, wenn du mich Emi-chan nennen würdest. So wie damals, als wir nur zu zweit waren. Und du könntest mich einfach Emi nennen. Und das Chan weglassen. Ah, das ist vielleicht ein bisschen, so ja. Wenn du sie Emi-chan nennst, ist das das Mindeste, was du tun kannst, um dich von deinen Kollegen abzugrenzen. Apropos Emi-chans Vater. Sein Gesundheitsstand hat sich um 180 Grad gedreht und er arbeitet jetzt mit uns zusammen. Chef, ich bin jetzt wirklich dankbar, dass ich an einem so angenehmen Arbeitsplatz arbeiten kann. Nein, eigentlich sollte ich mich bei dir bedanken. Und du und Emi, ihr leistet einen großartigen Beitrag zu unserem Team. Ist das nicht toll, Papa? Wir waren alle sehr glücklich, wenn sie mit den anderen Teammitgliedern zusammenarbeiten. Doch eines Tages gab es einen Zwischenfall, der die gute Laune aller etwas trübte. Es war der Tag, an dem Direktor Akutsu durch die Firmentür marschierte. Nakamura, was hat das alles zu bedeuten? Du hast mir diese Mitarbeiter weggenommen. Ich werde dich verklagen, weil du meine Geschäftsabläufe sabotiert hast. Sakakibara, ruf die Polizei an. Verstanden, CEO Nakamura. Was? Die Polizei? Ich werde sie natürlich anrufen, oder? Plötzlich hier reinzuplatzen und aus voller Kehle zu schreien. Ich sollte derjenige sein, der hier klagt. Hä, du bist ganz schön übermütig geworden, was? Nach allem, was ich getan habe, ist es dein Dank? Ich bin nicht im geringsten dankbar für die Zeit, die ich mit dir verbracht habe. Aber wenn es etwas gibt, wofür ich dankbar bin, nachdem ich dieses Höllenloch hinter mir gelassen habe, dass die Arbeit an einem toxischen Arbeitsplatz wie Donten mein Unternehmen zu dem gemacht hat, was es heute ist. Worauf zum Teufel willst du hinaus? Von mir aus kannst du sie verklagen, so viel du willst. Ich bin bereit, sie zu verklagen zum Wohle des Unternehmens und unserer Teammitglieder, die diesen Arbeitsplatz zu schätzen wissen. Ich habe Direktor Akutsu erfolgreich aus der Firma vertrieben. Wow, du hast ihnen gezeigt, wer hier der Boss ist. Haruki, nein, Direktor Nakamura, ich stehe voll hinter dir in dieser Firma. Ich bin dabei. Aber Leute, wirklich. Verdammt, diese jungen Leute. Sie sind ganz schön von sich eingenommen. Ich werde diese Arschlöcher auf jeden Fall verklagen. Warte nur ab, wie ich unser Unternehmen stärke, Donten, und deine mickrige Firma in Stücke schlage. Akutsu? Was willst du jetzt? Ito-san? Es ist schon eine Weile her. Machen wir eine kleine Tour durch Nakamura Kunstfirma? Ja, so könnte man es nennen. Diese schlaue kleine Füchsin. Wirklich, ich dachte schon, sie käme in letzter Zeit nicht mehr in meine Firma, aber die gelegentlichen Besuche in Nakamuras Laufstall. Oh, das hat mir eine Menge Ärger erspart. Hier, nimm das. Lass mich mal sehen. Was ist das? Eine Kündigung? Was soll das? Soll es ein Scherz sein? Ich bin nicht der Typ, der auf Witze steht. Siehst du, das war etwas, das ich vorhin gemacht habe. Also habe ich deine Firma gekauft. Was? Sieh mal, ich habe die Firma von Donten in Saiten umbenannt und werde auch bald das Personal umstellen. Also... Wie? Warum? Das bedeutet, dass diese Entlassung... Das ist ja ein schönes Geschenk für dich. Bist du mit der Evolutionstheorie vertraut? Leider sind solche schädlichen Schädlinge und Nagetiere nicht für die Koevolution geeignet, oder wie die Theorie lautet. Schädling? Nun denn, genug der Höflichkeiten. Bitte kümmere dich um die wichtigsten Aufgaben, bevor du nach deiner Rückkehr nach Donten überwechselst. Später erfuhr ich, dass all diese Aufgaben direkt von Ito erledigt wurden. Außerdem hat Ito uns, mir und den anderen Angestellten den unbezahlten Lohn für unsere Überstunden zurückgezahlt. So ist es gelaufen. Mann, die Dinge haben sich wirklich zum Besseren entwickelt. Also, Haruki-kun, du magst also lieber Mädchen, diese Jill of all trades wie Meg? Was ist denn so plötzlich in dich gefahren? Ich meine, du redest immer nur von Ito hier, Ito da, Ito-san ist einfach mein Geschäftspartner. Wirklich? Würdest du dich dann mit mir verabreden, wenn ich die Highschool abgeschlossen habe? Was? Oh, du hast damals sogar gesagt, dass du willst, dass ich an deiner Seite bleibe, weißt du noch? Ja, das ist passiert. Nun ja, ich denke immer noch genauso darüber, aber... Oh Mann, danach wurde aus uns beiden ein Paar.
Aber das ist eine andere Geschichte.